Nachdem ich dieses Format ja nun schon ein ganzes Jahr durchziehe, dachte ich, dass ich, bevor ich weitermache, mal was klarstellen sollte. Denn Bakamitai, das ist ja ein Meinungsformat. So wie jede Zeitung neben ihren recherchierten Nachrichten und Meldungen auch Kolumnen und Kommentare hat, enthält auch dieses Format hier ganz, ganz viel Meinung. Okay, eigentlich sind es fast zu 99% Meinung. Und Meinung, das ist auch das Thema des heutigen Videos. Und zwar geht's mir heute um Meinungsäußerungen im Netz. Und Junge, gehen die mir momentan auf den S***. Die letzten 3 Monate, nein, eigentlich sogar das ganze letzte Jahr, waren wirklich schwer und eigentlich bin ich mittlerweile an dem Punkt, dass ich sage, das ist gar nicht mal so die äußeren Umstände. Also die Maßnahmen und alles, was dazugehört, sind die mir in letzter Zeit so massiv zu schaffen machen, sondern eigentlich ist es das Verhalten der Menschen im Internet. Und nein, das ist heute kein Video über Cybermobbing, Beleidigungen, Bedrohungen, auch wenn mich das gerade echt tierisch abfuckt, wenn man es laut ausspricht. Nein, es geht mir um eine andere Seuche, die mir in den letzten Monaten immer wieder den Puls hochtreibt. Ich weiß nicht, ob ihr euch an mein Video über Nichiren erinnert. Wenn nicht, hier oben gibt es den Link dazu. Also, dass die Basis der japanischen nationalistischen Ideologie im Zweiten Weltkrieg einer Abspaltung des Nichiren-Buddhismus entstammt. Ich will an dieser Stelle jetzt nicht zu tief einsteigen, aber kurz gesagt geht es in dem Video um die japanische Ideologie, mit der die daraus resultierenden Gräueltaten in China und anderen Ländern Asiens gerechtfertigt wurden. Dieses Video gehört mittlerweile zu den meistgeklickten Videos auf meinem Channel und eigentlich sollte ich mich echt darüber freuen, weil mich das echt viel Recherchearbeit gekostet hat. Aber ich freue mich nicht. Warum wollt ihr wissen? Weil sich da mittlerweile die Creme de la Creme der Relativierer tummelt. Okay, andere würden jetzt sagen Nazis und Sektenanhänger, aber ich will jetzt nicht alle über einen Kamm scheren, weil vielleicht sind auch nur ein paar strunzdumme Idioten dabei. Ich möchte mich aber an dieser Stelle trotzdem beim YouTube-Algorithmus bedanken, weil der dieser das Video mittlerweile in die entsprechenden Bubbles zu spülen scheint. Worauf ich aber eigentlich hinaus will, ist, dass die Muster, die diese Menschen in den Kommentaren nutzen, immer gleich sind. Step 1. Also du erzählst aber ganz schön viel Blödsinn. Grundsätzlich haben da sehr viele gute Menschen dahinter gesteckt, die eigentlich nur das Beste für die Menschen und ihr Volk wollten. Darauf antworte ich dann ganz oft, ob das deren Ernst ist, weil auch aus guten Absichten manchmal verdammt schlimme Taten resultieren. Zum Beispiel frage ich mich in diesem Zusammenhang, wie genau man mit guten Taten einen Genozid aufwiegen möchte. Aber so viel Zeit bleibt gar nicht, weil dann kommt ja auch schon direkt Step 2. Du weißt schon, dass die Amerikaner viel schlimmere Dinge auf dem Kerbholz haben. Man wird sich ja wohl noch verteidigen dürfen. Die Antwort eines normal denkenden Menschen sollte dann natürlich sein, dass die Gräueltaten eines anderen keinesfalls die eigenen aufwiegen. Unrecht bleibt Unrecht. Punkt. Dann folgt aber schon Step 3. Wobei dieser aber eigentlich nur aus einer Wiederholung von Step 2 besteht. Worauf dann meinerseits natürlich wieder die gleiche Antwort folgt, was uns dann aber auch direkt zu Step 4 führt. Du dumme Sau, du bist eh unbedeutend, du kleiner Penner. Wer interessiert sich schon für dich? Du hast eh kein Gewicht auf YouTube, du nichts. An dieser Stelle ist die einzig logische Schlussfolgerung, das Gespräch zu beenden und manchmal kommt dann noch was hinterher, weil das kleine Relativierer-Ego sich gekränkt fühlt, aber meistens war es das an dieser Stelle dann auch. Aber auch andere soziale Netzwerke, allen voran Twitter und Facebook, werden von dieser Seuche heimgesucht, wobei die Themen dort sehr vielfältig sind. Wobei, halt, eigentlich sind sie das nicht. Eigentlich geht es auch da immer darum, die eigene Position in den Mittelpunkt zu rücken und die Emotionen und Empfindungen eines anderen nieder- oder kleinzureden. Beispiel gefällig? Die soziale Isolation und der Lockdown machen mir mittlerweile echt zu schaffen und ich weiß langsam echt nicht mehr, wie ich das aushalten soll. Die Standardantwort der letzten Monate auf Platz 1. Lockdown? Was für ein Lockdown? Wir hatten doch nie einen Lockdown. Dass dieser angeblich nicht existente Lockdown bei manchen Menschen zum kompletten Wegfall sozialer Beziehungen geführt hat, das lassen wir jetzt einfach mal so stehen. Denn nun folgt ja bereits Platz 2. First World Problems. Reiß dich mal zusammen, woanders geht's den Menschen viel schlechter als dir. Kannst toll auf der Couch rumliegen und dich mit Essen vollstopfen und dich deines Lebens freuen. Reiß dich mal zusammen. Und das ist für mich der uneingeschränkte König der Relativiererei.
Weil es anderen Menschen viel schlechter geht, habe ich mich gefälligst über alles zu freuen und kein Recht, mich zu beklagen. Nach dieser Logik hätte überhaupt kein Mensch auf dieser Welt das Recht, sich in irgendeiner Form über irgendwas zu beschweren. Nicht mal verhungerte Menschen in den ärmsten Regionen dieser Welt. Aber das Ganze geht natürlich auch in die andere Richtung, also im Sinne von, weil es mir so schlecht geht, hast du dich gefälligst nicht zu freuen oder dein Leben zu genießen. Oder auch ganz nett, hör auf, dies und jenes zu posten, weil das könnte Leute triggern, die damit schlechte Erfahrungen gemacht haben. Beispiel, und das ist jetzt wirklich kein Witz, das habe ich vor 2 Monaten, glaube ich, tatsächlich genau so auf Twitter gelesen. Hört bitte auf, Fotos von euren Hunden zu posten. Es gibt Leute, die haben Angst vor Hunden und die könnten davon getriggert werden. Wendet man genau das jetzt auf das große Ganze an, heißt das eigentlich, dass wir unsere Kommunikation komplett einstellen müssten, weil es immer irgendwen geben könnte, der sich von irgendwas getriggert, angegriffen oder sonst was fühlen könnte. Und Achtung, jetzt wird's politisch. Wir sprechen hier eigentlich vom Einstellen demokratischer Prozesse. Ich will das mal an einem Beispiel festmachen. Jedes Jahr zu Silvester wird ja immer die gleiche Diskussion über Feuerwerk und Böller abgebrannt. Budumts, dieser Wortwitz. Versteht mich nicht falsch, es gibt sicherlich gute Gründe, sich mit dieser Thematik kritisch auseinanderzusetzen und wir sollten uns tatsächlich über längere Zeit jetzt mal überlegen, ob wir uns das in Zukunft noch leisten wollen oder nicht. Aber, und diesmal kommt hinter einem Aber tatsächlich mal was Gutes, die Tatsache, dass wir weiterhin daran festhalten, entspricht einem demokratischen Prozess, weil die Mehrheit dafür ist und wir es deshalb tatsächlich so weitermachen. Denn Demokratie heißt leider auch manchmal Mehrheitsentscheide zu akzeptieren, auch wenn sie einem persönlich nicht schmecken. Natürlich muss man im Diskurs bleiben, man muss sich austauschen, man muss miteinander sprechen und Themen bearbeiten und aufarbeiten. Aber um wieder zum Anfang zurückzukommen, das Internet schafft das nicht. Es endet immer mit Relativierung und dem in den Vordergrund spielen der eigenen Bedürfnisse und Sichtweisen. Es scheint so, dass niemand mehr dem anderen die eigenen Emotionen und Empfindungen zugesteht. Niemand scheint mehr in der Lage, sich in den anderen reinversetzen zu können. Niemand scheint mehr in der Lage, Dinge auch einfach mal so stehen zu lassen. Oder eben gar die Empfindungen von anderen zu respektieren und ernst zu nehmen. Auch wenn man vielleicht anderer Meinung ist. Mein Kanarienvogel mag keine Böller, also hast du keinen Spaß damit zu haben. Dir hat es mit den Einschränkungen zu Weihnachten nicht schlecht zu gehen. Anderen Menschen auf dieser Welt geht es viel schlechter als dir. Die Amis, die haben viel schlimmere Dinge gemacht. Also war das mit dem Genozid an den Chinesen nicht so schlimm. Versteht ihr, worauf ich hinaus will? Bagger! Totemo!